Ja, jetzt das Team TV Total Deutschland 1. Das hat im Qualifying schmerzhaft Opfer gebracht. Der Puffpaff ist ein bisschen neben der Matte gelandet. Also, Sebastian Puffpaff ist dabei und drei Weltmeister. Matze Meester, Kevin Kustel und Julian Taubitz. Hier kommt das Flaggschiff im Eiskanal. Das Team TV Total. Hier habe ich mal ein paar Textauszüge für euch und ihr sagt mir, ob das so im Grundgesetz steht. Ich glaube nicht, dass es ein Grundgesetz ist. Noch nicht. Noch nicht? Das ist aus irgendeinem Badezimmer, wo auch Live, Laugh, Love steht und Carpe Diem. Nicht ganz. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und? Das ist von Christian Lindner. Richtig. Und welchen Grundgesetzparagraphen haben wir hier? Ja. Ja? Das klingt nach jeder darf FKK. Davon halte ich mich fern. Das ist höchstwahrscheinlich oder sehr gut nicht im Gesetz zu Buche drin. Okay, und wie kommst du drauf? Das ist ein Vorwurf, würde ich sagen. Stimmt nicht. Ich bin komplett dagegen. Also ich fühle mich sogar angegriffen jetzt davon. Oh, das wollte ich nicht. Und was bedeutet das? Ich glaube, das ist ein Trend gewesen oder ist auch ein Trend, dass man ohne BH rumläuft. Ich glaube, das wäre dann Verstoß gegen öffentliche Erregung? Ich weiß das nicht. Ja, ja. Würdest du auch mal gegen öffentliche Erregung verstoßen? Also an einem ruhigen Örtchen würde ich schon machen, aber jetzt auch nicht nackig durch die Straßen rennen. Interessant. Und was meinst du, was das bedeutet? Ja, dass man sich einfach in ganz Deutschland so bewegen kann und so. Exakt. Apropos frei bewegen. Wie sieht's denn mit Schwarzfahren aus? Ich glaube, irgendwie ist das im Grundgesetz auch mit verankert, nur nicht so direkt. Ist drin. Das wäre verrückt. Sollte man natürlich nicht machen, ne? Ist ja eine Straftat. Genau. Deswegen könnte es eventuell mal irgendwann drinstehen, ne? Wenn man das updatet, wer weiß. Ja, ja, ein Update. Aber ist es auch ohne Update im Grundgesetz enthalten? Also, steht glaube ich drin, aber ist eine gute Weisheit. Genau, besser nicht schwarz fahren. Und ein Ticket für die nächste Fahrt im Eiskanal haben diese vier gelöst. Der VOG Deutschland 1 für TV Total. TV Total! TV Total! Das TV-Total-Team, ja. Unter anderem am Ende mein lieber Freund Matthias Meester. Man nennt ihn auch den Messi des VOX von der Größe her. Was ist los? Bist du bereit? Aber sowas von. Ich habe richtig Bock. Und Basti, warum kann ich nicht einfach wieder tanzen? Das konntest du leider auch nicht. Bedauerlicherweise, aber immer noch besser als das hier. Ja, das ist das Team TV-Total. Sebastian, wie stehen die Chancen? Ich glaube ganz gut, weil wir haben einfach das gesamte Gewicht nach vorne gepackt. Hier vorne steht ein Kleinwagen mit uns beiden und die da hinten flattern einfach mit uns mit. Das ist wirklich, eigentlich sind wir ein Zweierwock mit dem Schleier. Absolut, das hab ich echt gedacht. Kevin ist der Einzige heute Abend, der einen Viererwock alleine fahren könnte. Absolut, also wir machen mit. Es ist eine Polonaise. Wir freuen uns drauf. Ihr Lieben, ich würde mal sagen, Helme zu, und los. Visiere runter und dann Team Deutschland, ihr Lieben. Team Deutschland. Hinterberg, Deutschland. Seid ihr ready? Deutschland! Kevin hat immer brav seinen Spinat aufgegessen. 142 Kilo Kampfgewicht, der kann das. Ja, und Kevin kennt sich auch im Eiskanal aus, also der erfolgreichste Bobsportler aller Zeiten. Dahinter Sebastian Puffpaff, Grimme-Preis. Dann Julia Taubitz, Weltcup-Gesamtsiegerin, Weltmeisterin im Rodeln. Matthias Meester, ehemaliger Leichtathlet, Weltmeister im Speerwerfen, Kugelstoßen, Diskuswerfen. Und soll, so munkelt man gestern in der Winterberger Tenne, auch so die eine oder andere Weltklasse-Leistung vollbracht haben. Jetzt gucken wir uns an, was dieses Team hier ins Eis brennt. Kevin Kuske, der schwerste Mann vorn. Und der hat natürlich auch die Bahnkenntnis. Auch wenn er nicht Pilot, sondern Anschieber war, auch die Leute, die hinter den Piloten sitzen, kennen die Bahn bestens und können reagieren, wenn mal das Gesamtsystem ins Kippeln kommt. Im Augenblick die Führung, wir haben es gesehen, grüner Balken mit dem Minuszeichen. Und es ist ja noch ganz viel Bahn übrig. Die Höchstgeschwindigkeit übrigens, die hat die Kelly Family im Augenblick mit 99,02 Kilometer pro Stunde. Wir gucken auf die Differenzen, denn jetzt wird spannend. Fast drei Zehntel, jetzt sind wir in der berühmten Kurve 9, kurze Ellenbogen unten. Aber dann sofort wieder in den Schüsseln, alles in Ordnung. Das sah super aus, aber es ist ein knappes Rennen. Weit weg sind die nicht, sechs Zehntel ungefähr. Das sollte eine Bestzeit werden, das ist eine neue Bestzeit. 1:01:68 mit ein bisschen mehr als sechs Zehnteln also die Führung. Und wir haben eine neue Topgeschwindigkeit mit 101,41 Kilometer pro Stunde. Also da hat gerade tatsächlich alles gepasst. Das Team Deutschland 1, das Team von TV Total führt im Augenblick
und haben sogar noch ein paar Reserven. Denn hier links und rechts mal ein bisschen was mitgenommen. Der leichte Kippler in der 9. Aber diese hervorragende Geschwindigkeit, die hat die also diese Mannschaft zu einer Top-Zeit gezogen. Deutschland liegt also vorn 101,68. So, und ich glaube, da müssen wir jetzt mal hinhören, was die zu erzählen haben, wie die das gemacht haben, so eine klasse Zeit hier in diesem Winterberger Eiskanal zu brennen. Ja, wir haben noch ein kleines bisschen Überbrückungszeit. Das dauert ein kleines bisschen beim Viererwock. Team Deutschland, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin auch mal wieder am Start, beziehungsweise am Ziel. Warte jetzt natürlich, bis der Viererwock hier eintrudelt. Mit Puffy und der Crew von Deutschland. Ja, da lasst euch feiern, ne? Zurecht, zurecht. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an, sagt der Puffy. Wie schnell ihr wart, super schnell. 1 Minute und 1 Sekunde, aktuell Platz, oh, jawohl. Das fühlt sich gut an, oder? Sehr gut. Sehr gut. Ohne Scheiß. Komm her. Für die zweite Runde, ihr müsst oben die Bahn anbauen. Wir waren kurz davor, weiterzufahren bis nach Dortmund. Ohne Scheiß. Wir sind da durchgebollert. Ich sagte, bremst doch mal. Jetzt bremst doch mal. Der musste mit seinem Trecker Gas geben, damit wir nicht in ihn reinrauschen. Ja, Wahnsinnsleistung. Könnt ihr auf jeden Fall sind stolz drauf sein. Wo sind wir? Wo sind wir? Platz 2. Für Platz. Ja. Guck mal. Warum TV Total. Ah, jetzt doch eins. Ja. Ach, so, bitte. Das wurde gerade geändert. Platz 1. Oh! Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hier wird gefeiert, Elton. TV bei dir oben ist tote Hose, oder? Weltmeister! Ja, das ist auch ein bisschen Geld, da kann das auch Blut in der Hose sein. Nein, ich bin sehr gespannt, wenn Puffy tatsächlich eine Medaille holen sollte, wie denn das Team reagieren wird, wenn der TV Total moderiert oder vor allen Dingen, wie er reagieren wird. Der dreht da komplett durch gerade. Wir machen jetzt weiter. Es wird ernst für die Eis-Azzurri vom Team AIDA Italien mit Sänger Mario Novembre, Sportreporter Riccardo Basile, Foodblogger und Autoball-Weltmeister Stefano Zarella und die Sportjournalistin Valentina Maceri. Maceri. Hier ist der Viererbock aus Bella Italia. Sprechen wir mal über berühmte Persönlichkeiten. Wer ist denn das hier? Oh je. Ist das der griechische Gott der Schönheit? Ja, fast. Versuch du mal. Keine Ahnung, aber erste Intuition Julius Caesar. Genau. Und was hat er beruflich gemacht? König nicht, ja? Nee. Weißt du, wann der gelebt hat? 1850? 1850? Nee, früher. Noch früher? Ja. 1700? Auch nicht. Noch früher? Viel früher. 1680? Komm schon. So lange her? Sogar noch länger. So, den kennst du aber. Ich kann leider nichts damit anfangen. Wie? Tut mir leid. Also der ist auf jeden Fall Italiener, aber... Aber? Ist das der aktuelle Präsident? Nee. Ist das nicht Pablo Escobar? Richtig. Und wer ist das? Gigi ist Italiener, Dschungel-Zweitplatzierter, Reality-Star. Ganz genau. Sieht so aus wie ein Macho. So, du hast doch bestimmt noch einen guten Motivationsspruch für Team Italien. Italia? Ja. Italia? Italia. Fantastisch. Ja. Und hier kommt Team Italia. Wenn wir im Bock so fahren wie auf den Straßen Italiens, dann ist uns der Sieg sicher. Forza Italia! Scusi, una bestzeit, por favore. Wow. Das Team Italien, mein lieber Freund Özcan Kosa, hat sich viele Jahre lang als Italiener an Clubtüren ausgegeben, um reinzukommen. Danke, ich habe mich als Spanier ausgegeben. Naja, auch gut. Egal. So, wir sind hier beim Team. Italien kann gutes Essen, Italien kann Fußball, Italien kann Musik, Italien kann alles. Könnt ihr auch Bock? Das ist die Frage. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben viel trainiert. Jetzt mal schauen, was passiert. Ja. Wir lieben Italien. Forza Italia! Forza! Seid ihr ready? Wir sind ready. Wir geben alles. So, und es heißt jetzt, los geht's für Team Italien. Forza, Forza, Forza! Kann ich nicht aussprechen, ohne zu spucken. Gebt alles! Die Bahn ist freigegeben. Jetzt bin ich gespannt, ob das italienische Viererteam hier an die sehr gute Leistung von Armin Zöckeler aus dem ersten Lauf anschließen kann. Auch in den olympischen Eiskanaldisziplinen die Italiener sehr erfolgreich mit Olympiasiegen im Bob, mit Olympiasiegen im Rennrodeln. Und wie sieht es im Boxsport aus? Das Einzige, was
was die Italiener nicht können, olympische Bobbahnen bauen. Die suchen ja noch einen Ausrichter für die nächsten Olympischen Winterspiele. Vielleicht ist ja dann auch Wok dabei, man weiß es nicht. Von der Professionalität her würde sich diese Sportart auf jeden Fall anbieten. Jetzt gucken wir, was die Jungs und die eine Dame hier machen. Sieht erstmal so ganz gut aus, aber was sagen die Zeiten? Da kommt die ganze Wahrheit. Und 0,17 Sekunden, das ist nicht viel. Und wir sind erst im Squid Game Kreisel. Nach der 7 kommt die 8, eine Rechtskurve. Und dann geht's in die 9. Hier ist es soweit. Hinten kommt wieder Höhe. Ja, ja. Und da kommt auch der Skorpion. Also da kommt ein Bein mal hoch, so wie der Stachel des Skorpions. Aber das sollte nicht viel gekostet haben. Wir sind unter 4 Zehntel. Genau in dem Bereich ungefähr werden sie reinkommen. Das riecht also nach einem zweiten Rang. Genauso ist es. Die 1-0-2-0-6 bedeutet wirklich knapper Rückstand hinter dem Team von TV Total. Deutschland bleibt auf 1. Aber Italien ist auf dem zweiten Rang. Und das war eine richtige Klassefahrt, von dem kleinen Schlenzer hier oben abgesehen. Der Rest war eigentlich in Ordnung. Aber es kommen noch einige Mannschaften, nämlich 2 Teams aus Deutschland. Mal sehen, ob die es noch ein bisschen besser machen als die Mannschaft aus Bella Italia. Biathletin Efi Sachenbacher-Steele, Rennrodler Johannes Ludwig und Schauspieler Felix von Jascherow, die wollen ihren WOC-WM-Titel natürlich verteidigen. Neu mit im Boot bzw. im Vierer-WOC ist der Ex-Nationaltorwart René Adler. Gestern haben sie schon alles sehr, sehr gut gemacht im Vierer bei der Qualifikation. Das Team Schokomel Deutschland 3. Und hier kommt der WOC Deutschland 3 mit gebündelter Wintersport-Power. Dreht mal die Karten vor euch um. Was gehört zum Grundgesetz? Das sieht man direkt, wenn man das Grundgesetzbuch öffnet. Ja, und was bedeutet das? Was das bedeutet, keine Ahnung. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Paragraph. Ja, man soll kein falsches Zeug reden. So kann man es auch formulieren. Und, Grundgesetz? Es steht nicht genauso im Grundgesetz, aber vielleicht irgendwie schon. Ja? Zeig mal. Verstehe ich nicht, deswegen würde ich sagen, das steht nicht im Grundgesetz. Gutes Argument. Ist bestimmt aus der Bibel. Na endlich. Und das hier? Ja, das ist wahrscheinlich ein Gesetz, was dafür sorgt, dass... Dass der Spieler... ...nicht zu viele Hotels an einem Ort sind. Hm? Nur ein Hotel pro Straße. Klingt das nach Grundgesetz? Ist das nicht unfair, wenn die 4 Häuser weggegeben werden? Wohnen dort, ich verstehe das nicht, wohnen da Menschen drin? Naja, jedenfalls keine echten. Wenn ich jetzt so nachdenke, ich weiß nicht, ob ich mehrere Hotels so nebeneinander gesehen habe in Deutschland. Nee? Und, was meinst du? Damals, in den 50ern, wo vielleicht mehr Touristen gekommen sind, aha, dass man dann sowas gesagt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Grundgesetzbuch steht. Stimmt schon mal. Na, wobei... Da steht ja so vieles drin. Du hast ja auch wieder recht. Es ist zwar so irgendwie richtig random, aber gerade deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es drin steht. Okay. Wollen wir jetzt Werbung machen für Monopoly? Auf keinen Fall. Aber für unser nächstes Team. Hier kommt Team Schokomel. Wir machen es wie die Adler. Wir fliegen ins Ziel. Ja! So, meine Damen und Herren. Genau, Sie können schon hören, es ist Team Deutschland. Das süßeste Team des heutigen Abends, Team Schokomel. So, Bassi. Ja, der Bundesadler. Früher stand er im Tor, jetzt sitzt er im WOC. René Adler, nachdem sich dein ehemaliger Teamkollege Kevin Großkreuz eben schon in die Pfanne geköttelt hat, bist du aufgeregt? Bei uns ist viel braun, aber das ist eher Schokomel. Bei uns ist nichts braun. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die Spur gleich braun bleibt. Ein bisschen Schokomel auf der WOC-Strecke. Und dann geben wir frei für das Team Schokomel. Johannes Ludwig vorn auf der Pilotenposition, der dreifache Rodel-Olympiasieger. Efi Sachenbacher-Steele, damals, als ich noch im Langlauf unterwegs war, ja auch 2-mal Gold bei Olympischen Spielen. René Adler haben wir gesehen, Felix von Jascherow, der 41-jährige Schauspieler. Wenn ein Johannes Ludwig am Start ist, egal in welcher Disziplin, dann hat er immer eine Idee, dann hat er was vor. Abgezogen hat er sich gerade sehr, sehr stark. Er gehörte über nahezu ein Jahrzehnt immer zu den besten Startern im Rennrodeln. Mannschaft Schokomel auch mit den Bestzeiten.
Ja, Sie wollen ins Ziel fliegen. Ich hoffe, Sie fliegen nicht aus Kurve 9, denn Sie sind im Augenblick die Schnellsten hier. Fast eine Sekunde die Führung. Können Sie das halten? Weiterhin fehlerfrei fahren. Wie ist denn aus einer Sekunde gleich zwei Sekunden geworden? Nehmen wir mal unter Vorbehalt. Nicht, dass das eine Fehlmessung waren. Wir sind gleich ein bisschen klüger. Denn die Schlüsselstellen kommen noch. Im Augenblick noch Team TV total vorn. Aber tatsächlich, das scheint zu stimmen. Die scheinen eine Riesengeschwindigkeit zu haben. Und das ist die Bestätigung. Die waren wirklich so schnell. Ich habe sie nicht zugetraut. Aber sie waren zu schnell für die Kurve 9. Nein, die waren auf dem Weg zu einer hervorragenden, fantastischen Bestzeit. Und jetzt kommen sie kaum ins Ziel, weil sie sich zerstört haben. Sie wollten ins Ziel fliegen und sie fliegen aus der Kurve 9. Ach, I jinxed it. Ich hoffe, es geht allen gut. Das ist jetzt erstmal das Allerentscheidendste. Also, kurz checken. Johannes, schaut dort auch gleich, was ist passiert. Die hohe Geschwindigkeit. Ich habe mich gewundert, wie die so Sekunde für Sekunde rausgeholt haben. Über die Bretter drüber. Ja, und dann übernimmt die Physik. Dann kannst du nichts machen. Das sind einfach physikalische Gesetze. Keine Chance, dort zurück in die Schüsseln zu kommen. Noch einmal hier aus der Perspektive. Ja, sie sind in der Luft gewesen. Komplett airborne. Und dann... Wer hat was abbekommen? Daumen geht nach oben, das ist das Wichtigste. Das kenne ich von Olympia, von Weltmeisterschaften im Rennrodeln. Also Felix hat dort wohl ein bisschen was abbekommen. Der sieht auch leicht benommen aus. Ich bin mir sicher, dass da gleich das medizinische Team um Dr. Guido Labs, den Rennarzt, hier mal reinschauen wird, ob bei ihm alles in Ordnung ist. So, lass sie kurz durchatmen, Sophia, und dann müssen wir dringend hören, was los war. Mensch, Leute, was ist das jetzt? Bisschen nee. Schnell. Was war los? Als Spieler warst du oft verletzt, jetzt hast du überlebt. Jetzt habe ich überlebt. Haben deine Knochen schon ein Titanmäntelchen? Wenn ich was kann, dann ist es abrollen. Geht's allen gut? Ja, ich denke schon, es geht allen gut. Ich glaube, der Schock ist noch ein bisschen in den Knochen und dann müssen wir mal, wenn das nachlässt, noch mal in Ruhe schauen. Ja, ihr wart auf Platz 1 eigentlich, ne? Verdammt. Ja, scheiße, dann hat es euch aus der Kurve gehauen. Mensch, Felix. Ja, Probe hat nicht funktioniert. Gestern rausgeflogen, heute rausgeflogen. Es hat nicht sollen sein, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich grätsch mal ganz kurz rein. Johannes, sag ihm doch mal, dass sie 3 Sekunden Vorsprung hatten. 3 Sekunden hattet ihr Vorsprung. Guck mal hier, können wir uns mal die Slow-Mo anschauen. Eieieiei, da hat es euch aber ganz schön aus der Kurve geknallt. Wart da ein bisschen übermütig, kann es sein? Ich glaube auch. Wir wollten zu viel, haben zu viel riskiert und naja, gut. Schade. Hätte was werden können, ist es aber nicht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, denn jetzt müssen sie auch noch zittern, ob sie überhaupt weiterkommen können. Im Moment sind sie leider, glaube ich, raus, so wie es aussieht. Sie müssen aber jetzt zittern tatsächlich. Das wäre natürlich schade, wenn der Weltmeister ausscheiden würde. Gucken wir einfach mal.